Willkommen auf einer der landschaftlich schönsten Rennstrecken der Welt. Wir sind hier auf dem Salzburgring. Die Läufe 3 und 4 der laufenden ETCC, quasi die europäische Tourenwagenmeisterschaft, Ableger der Tourenwagen-WM mit 3 Stationen nach dem Saisonauftakt in Portugal. Dann also hier vor den Toren der Mozartstadt und das Finale wird dann Mitte Oktober in Italien stattfinden. Die Rennstrecke idyllisch gelegen, aber sie hat es in sich, insbesondere dann, wenn es hier regnet, wenn es den berühmten Salzburger Schnürregen gibt, von dem wir heute hoffentlich wenig sehen werden. Nämlich gestern, da war hier mehr oder weniger Land unter, aber dazu später mehr. Die Startaufstellung, beides bekannte Namen aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. James Thompson, Trainingsschnellster beim Regen-Qualifying. Vor Niquier, der im Trockenen natürlich versuchen wird, mit seinem bärenstarken Seat Leon TDI gleich vor allem aus den engen Kurven heraus richtig Gas geben zu können. Thomas Engström und Michael Rossi komplettieren die zweite Startreihe, also ein weiterer Honda-Akkord, in dem Fall von Engström pilotiert, nachdem ja ursprünglich James Thompson bereits sich aus dem Hartmann Honda Racing Team verabschiedet hat. Da gab es ein bisschen Diskussionen und hat gesagt, okay, dann gehen wir getrennte Wege, aber man hat sich wieder zusammengerauft, um hier wieder mit von der Partie zu sein. Mit dabei auch Wolfgang Dremel auf einem weiteren Honda-Akkord und Eitag Bitter, der gestern für auch immer wieder Aktion gut war. Wir haben ja 3 Klassen insgesamt hier im Starterfeld, die sogenannte S2000-Klasse, so wie Sie diese Fahrzeuge aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft kennen, aber auch die sogenannten Super-Production-Fahrzeuge, also etwas serienär, allerdings da auch nur 2 Fahrzeuge am Start und die 1600er-Klasse, da wo Jens Lönig und Carsten Seifert unter anderem am Start sein werden. Jens Lönig ja auch der Führende dieser 1600er-Serie, wie wir jetzt gerade auch für Sie eingeblendet haben. Ja, die Strecke wunderschön in Grün gelegen, Naturtribünen, aber wenn es regnet, dann steht das Wasser, da fließt da wenig ab und immer wieder hat es da in der Vergangenheit schwere Unfälle gegeben, so auch beim Training, was insgesamt 2-mal mit roter Flagge unterbrochen wurde, einmal sogar für 30 Minuten. Und daher gab es anschließend keine Zeitenverbesserung mehr der Teilnehmer. Auch Peter Rickli, der Schweizer, hat sich qualifiziert, normalerweise ja in der deutschen Proker-Serie, seit langer Zeit mit dem Honda-Akkord am Start. Es gibt auch eine Nationenwertung, das wollen wir der Vollständigkeit halber hier noch ergänzen. Hier geht es jetzt in die langgezogene, ultraschnelle Fahrerlagerkurve hinein. Wenn es da nicht passt, dann wird es eng für die Beteiligten. Das haben wir auch vor einigen Wochen bei der IDM, bei der Motorradmeisterschaft gesehen, als sich hier Jürg Fuchs genau in dieser ultraschnellen Kurve mit seiner BMW auf die Nase gelegt hat. Ja, Einführungsrunde, er nähert sich langsam im Ende. James Thompson auf der Pole Position neben Michael Niquier. Honda gegen Seat gleich beim fliegenden Start. Renndistanz 12 Runden. Also man hat im Prinzip das Reglement 1:1 von der Tourenwagen-Weltmeisterschaft übernommen. 4,2 Kilometer ist diese Rennstrecke lang. Unterbrochen halt immer wieder durch Schikanen, um das Tempo ein bisschen zu drosseln. Trotzdem im Trockenen Durchschnittsgeschwindigkeiten von etwa 175 km/h an der Tagesordnung. Und wir konzentrieren uns jetzt auf den fliegenden Start im ersten Durchgang. Das Tempo, das wird gleich hier von James Thompson, von Tomo vorgegeben. Aber neben sich hat er halt den drehmomentstarken TDI von Michael Niquier. Ja, mit dem Österreicher Wolfgang Dremel im Honda Accord. Das Führungsfahrzeug schert aus. Wir schauen auf die Startampel. Jetzt erloschen ist und damit ist der erste Durchgang eröffnet. Und jetzt wird natürlich Niquier versuchen, auf die Tube zu treten und Thompson mit einem relativ schlechten Start muss da schon nicht nur Niquier passieren lassen. Auch von hinten kommt der nächste Honda-Kollege. Jetzt geht es in die enge Schikane hinein. Niquier in Front, dahinter wird es eng. Aber man hat sich arrangiert. Die schnellsten 1600er, die mischen da schon bei den 2-Liter-Piloten mit. Aber das wird sich gleich sicherlich ein bisschen auseinanderziehen. Hier sind wir dann in der Nocksteinkehre. Zu Fuße des berühmten Nocksteins. Und dann geht es auf eine ja leicht kurvenreiche Gegengraden. Gerade da in diesem Bereich ist es besonders gefährlich, wenn hier Wasser auf der Strecke steht.
gab es gestern einen spektakulären Unfall hier aus dem Team von Franz Engstler, als sich hier Rustem Terigulov überschlagen hat, das Auto komplett zerstörte. Ausgerechnet das Auto, was Franz Engstler für die Saison 2010 aufgebaut hat. Und hier unsere türkischen BMWs im Infalls. Wir werden sicherlich einige Veränderungen erleben, weil viele waren gestern nicht in der Lage, eine schnelle Runde zu drehen. Michael Rossi hier unter Druck der BMW-Konkurrenz. Ja, nach dem zweiten Abbruch des Qualifyings hat es so geschüttet, da waren keine Zeitenverbesserungen mehr drin. Und da gehen die Fliegen, zwei Mann in der Schikane vor Start und Ziel. Einmal die Startnummer 13 dabei, das ist Ibrahim Okaya, den wir auch aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft aus dem Vorjahr kennen. Aber er war nicht alleine draußen. Hat auch ein Seat mit dabei gehabt. Nykier wird gejagt vom Honda-Duo Thompson und Engström. Ja, der nächste Honda-Pilot nicht weit davon entfernt, nämlich Wolfgang Dremel, der immer wieder mal sporadisch ins Lenkrad greift, gerade bei Heimspielen. Kommt der Angriff, versucht zumindest von James Thompson, aber auf den Geraden hat er keine Chance. Da zieht ihn der TDI auf und davon. Im Windschatten kann er vielleicht ein bisschen dranbleiben. Eine große Frage heißt natürlich bei den Akteuren, wie sieht es aus mit den Reifen? Gerade hier in dieser gleich ultraschnellen Fahrerlagerkurve wird der vordere Reifen extrem belastet, wenn wir hier nochmal die Kollision sehen. Ja, Rossi war der Konkurrent, der mit ins Kiesbett flog und die erste Runde auch nicht beendet hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie gesagt, diese Reifen mordende Ecke, das war früher schon zu STW-Zeiten so, dass da sehr viel am Sturz experimentiert wurde. Gab es Empfehlungen von den Reifenherstellern, wie die Sturzwerte auszusehen haben. Und der TDI ist natürlich sehr kopflastig, das wissen wir. Der Michael Nykier kann da ein Liedchen von singen. Ich denke da an das Rennen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft in Monza, als er in Führung liegend im zweiten Durchgang kurz vor Schluss einen Reifenschaden erzielte oder leider erlitt. Und ja, tiefst enttäuscht sein Auto abstellen musste. Spannende Frage natürlich, wie lange wird Thompson hier Druck machen können, beziehungsweise wie lange ist umgekehrt Nykier in der Lage, den erfahrenen Haudegen aus England hinter sich zu lassen. James Thompson, viele, viele Tourenwagen-Schlachten ist bereits gefahren und kennt natürlich den Honda-Akkord bestens. Wie man letztes Jahr einige Rennen im Lada-Werksteam unterwegs war, das Team, was ja in diesem Jahr nicht mehr aufgetaucht ist in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Schnellste Rennrunde geht zunächst an Mikael Nykier, der übrigens hier schon mal erfolgreich war, als vor zwei Jahren auch DWTCC unterwegs war. Jetzt sind wir in der Fahrerlagerkurve. Angriffsversuch von Thompson, aber das war noch nicht allzu ernst gemeint. Ja, Mikael Nykier hält auch den Rundrekord hier mit 1:28.12. Da ist also noch eine knappe Sekunde jetzt langsamer, aber die Autos werden gleich leichter. Ein relativ kühler Tag, aber verglichen mit dem Wetter von gestern wollen wir da nicht undankbar sein. Und die Wetterfrösche sagen voraus, dass es heute sicherlich auch trocken bleiben wird. Engström verliert da so ein bisschen den Anschluss an die beiden Spitzenreiter Nykier und Thompson. Peter Rickli zwischenzeitlich das Rennen aufgegeben, ist in die Box zurückgekommen mit seinem Honda Accord. Es sind einige, die im Prinzip sowohl in der Proka, die gestern unterwegs war, an den Start gehen wollten, sage ich mal ganz bewusst, wenn wir hier Peter Rickli in der Box sehen. Seit vielen Jahren ist er mit Honda-Produkten unterwegs, früher im Civic, jetzt seit einiger Zeit im Honda-Akkord. Auch Oliver Meyer wollte sowohl in der Proka als auch hier in der ETCC an den Start gehen. Einen relativ seltenen Auto, zumindest im deutschsprachigen Bereich, in der S2000-Klasse, nämlich einem Audi A4. Ja klar, ist keine Überraschung, weil Oliver Meyer ja seit vielen Jahren mit Audi-Produkten unterwegs ist. Hat sich ein solches Fahrzeug besorgt und das Auto läuft recht vernünftig. Und deshalb waren wir umso gespannter, wie er das hier im Vergleich zur
europäischen Konkurrenz bewegen würde. Aber er ist gar nicht zum Qualifying angetreten und daher ist er hier in diesem Starterfeld nicht dabei. Das Starterfeld nach wie vor überschaubar mit 17 Autos, aber wir haben schon eine Steigerung gegenüber dem ersten Durchgang in Portugal. Zwei ursprünglich eine weitere Station angesetzt im Oschersleben, aber die hat man dann aus terminischen Gründen abgesagt, sodass also die diesjährige ETCC-Saison aus drei Veranstaltungen besteht, nachdem man in den Jahren zuvor jeweils nur ein quasi Einladungsrennen gemacht hat. Hier spät auf der Bremse in der Nocksteinkehre. Das sind natürlich auch so Ecken, die auf die Räder gehen. Immer wieder sind es, oh ja, da hat es bei den 1600-Fahrzeugen gerumpelt. Seifert und Lohnig beim Kampf um die Führung. Oh ja, da gibt es bei der Startnummer 72 bei Lohnig doch einige Kaltverformungen. Ich fürchte, das Rennen ist gelaufen für ihn. Lohnig ja als Führender angereist in der 2 Liter in der 1600er Klasse, aber diese Führung, die verliert er jetzt sicherlich an Seifert, der diese Kollision offensichtlich etwas besser überstanden hat. An der Spitze, da setzt sich Nykier jetzt ein wenig ab von Thompson. Engström auf 3, machen eine kurze Werbeunterbrechung, sind gleich zurück. Das Wochenende. Nichts Neues auf dem Salzburgring, im Gegenteil. Nykier, klarer Führender vor Thompson, der also das Tempo schon beinahe erwartungsgemäß nicht mitgehen kann. Dafür hat er doch einige Ecken, wo er in der Beschleunigungsphase Boden verliert. In den schnellen Ecken, da hat er wieder leichte Vorteile mit dem Honda Koch, wie zum Beispiel hier in der Fahrerlagerkurve. Aber wir kennen das Spiel aus der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Immer dann, wenn es aus engen Ecken herausgeht und beschleunigen muss, da sehen die Saugmotorfahrzeuge kein Land gegen die drehmomentstarken TDIs und das macht sich Nykier hier zu nutzen. Nykier, der ja in einer Woche bereits wieder in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft im tschechischen Brünn Gas geben wird, kann er quasi hier vom Salzburgring direkt weiter reisen in die Tschechische Republik und ja, da steht erwartungsgemäß der Boxenstopp an für unseren Ford Fiesta-Piloten Jens Lönig. Ja, damit der dritte Ausfall, ja, wird gar nicht mehr repariert. Erkannt, das bringt nicht viel. Dritter Ausfall nach dem Ausrutscher von Rossi, dem technischen Defekt von Peter Rickli. Und hier haben wir den Führenden in der sogenannten Super Production Klasse. Das ist mit der Startnummer 54. Vojislav Lekic in Serbe. Es gibt noch einen zweiten Mann, das sehen wir hier. Das ist der Italiener Fabio Fabiani, der am kommenden Wochenende ebenfalls der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an den Start gehen wird. Allerdings nicht mit diesem Auto, sondern mit einem S2000. Wir sehen, Slikic führt hier mit über 7 Sekunden Vorsprung seine Klasse an. Fährt mit einem sogenannten Honda Type R. Da haben wir ihn, die 54. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip in der Super Production Klasse noch zwei Fahrzeuge, nämlich einmal den Honda plus Fabianis BMW plus zwei 1600er Fahrzeuge, Seifert und Krylov, jeweils mal ein Ford Fiesta. Stärker besetzt und das ist eigentlich Tradition bei der ETCC, ist die sogenannte S2000 Klasse. Ja, da gleich die ersten Überrundungsmanöver auf dem Programm stehen. Nykier läuft hier auf einen 1600er Piloten auf. Das müsste dann Krylov sein. Wir haben Halbzeit bereits hinter uns gelassen. 7 Runden sind komplettiert. Das geht hier ratzfatz. 1,28, 59, die Bestmarke gefahren von Nykier. Damit ist er immer noch langsamer als sein eigener bestehender Rundrekord. Damals gefahren mit einem Chevrolet. Und zwar mit dem Chevrolet Lacetti. Also mit der quasi Vorgängerversion. Vertraut hier im Werke auf den Cruise und der Lacetti wird hier eine Independence Trophy vom Bamboo Racing Team mit großem Erfolg eingesetzt. Ja, mit leider wenig an Spannung zu berichten. Die Abstände sind eklatant. Über 3 Sekunden jetzt
oder rund 3 Sekunden der Vorsprung von Nyquist auf Thompson. Weitere 4 Sekunden dahinter Engström. Mal schauen, wie es hier Wolfgang Dremel da schlägt. Ja, da liegt knapp 2 Sekunden hinter Engström zurück. Also 3 Honda Accords auf den Plätzen 2 bis 4, aber sie sehen kein Land gegen Michael Nyquist, während auch Seifert jetzt von den S2000-Fahrzeugen überrundet wird. Winkt da Thompson vorbei. Sind hier auf der Runde 750 Meter langen Start- und Zielgeraden. Die Anlage selbst liegt ja auf knapp 700 Höhenmeter. Also die Gebirgslandschaft sieht man nicht nur optisch, sondern wir sind quasi auch hier im Gebirge. Die Fuschler Seenplatte auch nur einen guten Steinwurf von hier entfernt. Daher verbinden viele diese Veranstaltung auch mit einem vielleicht Kurzurlaub im Salzkammergut. Auf den Plätzen 5 und folgende, da sehen wir quasi die osteuropäische Fraktion mit dem Türken Bitter, mit dem Ukrainer Kutschlik, Okaya, der nächste aus der Türkei, nochmal weitere Ukrainer mit Protasov und der einzigen Dame im Starterfeld mit einem weiteren BMW, Irina Protasova, die damit auch schon das S2000-Feld im Prinzip abrundet. Ein weiteres Fahrzeug haben wir ja noch dabei aus der Schweiz, auch aus dem Team von Peter Regli, nämlich der Jörg Schori, der links vom Tempo hier keine Rolle spielt. Seine Zeiten, ja, 9 Sekunden langsamer als die an der Spitze. Also das sind schon Welten dazwischen. Engström, der hat gute Chancen, sich in der Meisterschaft jetzt erheblich zu verbessern, weil die Tabellen 2. und 3. nicht dabei sind. Cesar Sampanico, der Portugiese, der ist aufgrund von Testfahrten beim GT-Projekt verhindert. Und Christian Paulsen, der beim Saisonauftakt in Portugal noch dabei war, der konzentriert sich ja zwischenzeitlich auf die Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Also Thompson auf dem besten Weg, weitere wichtige Punkte für die Meisterschaft zu sammeln, wenn auch im Moment nur auf der 2. Position. Und Engström, eine Position dahinter, wird ebenfalls wichtige Punkte sammeln. 600er Klasse, die scheint mir auch sortiert zu sein, während wir da gerade auch den Schweizer Schori gesehen haben. Auto aus dem Rickli-Stall, auch optisch quasi identisch, wenn wir hier das Überholmanöver sehen. Ja, Seifert doch mit einigen Kampfspuren an seinem Ford Fiesta nach der Kollision. An die Beifahrertür hat es doch da ordentlich erwischt. Aber das Auto rollt, die Achsen stehen gerade und daher hat er im Moment wenig Mühe, den Sieg in der 1600er Klasse nach Hause zu fahren. Ja, die Rennen hier auf dem Salzburgring kurz und knackig, wenn da nicht gerade ein Safety Car raus muss. Und davon gehen wir heute mal nicht aus, zumindest in diesem ersten Durchgang nicht. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, wie gesagt, knapp 175 km/h im Schnitt, gehen die Rennen hier über die knapp 50 Kilometer Distanz ratzfatz. Da kalkulieren 1,5 Minuten pro Runde, ist das also nach ungefähr 18 Minuten vorbei gelaufen. Ja, und auch die Grobreparatur hier beim Lönig Ford Fiesta scheint weitestgehend abgeschlossen zu sein. Hans Niemann schickt da seinen Schützling wieder ins Rennen zurück. Na gut, es gibt noch ein paar Pünktchen und vor allen Dingen auch ein besserer Funktionscheck, um zu schauen, ob denn jetzt alles funktioniert. So, der Führende in der Super Production Klasse wird jetzt überrundet. Nikic mit seinem Honda Civic. Da sehen wir auch die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den S2000-Fahrzeugen und den Super Productions. Ja, da war ein ganz kühner Streckenposten. Er zeigt gerade Michael Nyquist die blaue Flagge. Hat er irgendwas nicht so richtig verstanden. Sei es drum, das wird hier Michael Nyquist nicht weiter irritieren. Der biegt jetzt gleich in die letzte Runde hinein. Es war zu erwarten, nach einem verregneten Qualifying, wo er die Power seines Turbodiesels nicht so umsetzen konnte, trifft er jetzt
am Renntag auf optimale Bedingungen, auch wenn James Thompson sich ja jetzt wieder dicht herangefahren hat. Aber kein Zweifel, der Mikael Nykjær wird diesen Vorsprung jetzt verwalten. Wir sehen es, Engström verliert er richtig an Boden. Inzwischen fast 10 Sekunden hinter Thompson zurück. Also die Abstände, muss man sagen, in diesem ersten Durchgang sind eklatant. Da hoffen wir gleich auf den zweiten Durchgang, wenn die Startaufstellung umgedreht wird auf den ersten 8 Positionen, dass wir da ein bisschen mehr Spannung drin haben, weil das hier war jetzt doch mehr oder weniger eine Demonstrationsfahrt spanischer Turbotechnik mit Mikael Nykjær am Steuer, der da keine Mühe hat, nachdem er den Start gewonnen hatte, diesen Vorsprung zu verwalten. Wolfgang Trimmel bei seinem sporadischen Gaststart wird zufrieden sein. 4. Position, keine Gefahr mehr von der BMW-Konkurrenz, die da hinter ihm lauert. Ja, und jetzt sind die letzten Meter bereits angesagt. Noch einmal durch diese Schikane. Keine Chance, Herr Thompson nochmal dagegen zu halten. Und daher fährt Mikael Nykjær hier einen ungefährdeten Start- und Zielsieg entgegen. Tomo, James Thompson, sieht als Zweiter die Zielflagge. Hat dem Seat Teddy nichts entgegenzusetzen. Und Platz 3 dann für Thomas Engström, der ja für Engström Motorsport an den Start geht. Die 3 komplettieren damit quasi das Podium. Die Super Production Klasse, die geht klar an Likic im Honda Civic, gefolgt von Fabio Fabiani im BMW. Ja, und die 16er Klasse, auch das hat man bereits besprochen, ganz deutlich an Carsten Seifert mit seinem Ford Fiesta, der die Klasse da im Griff hat, über 3 Sekunden in seiner schnellsten, oder rund 3 Sekunden schneller war in seiner schnellsten Runde als der Zweitplatzierte, als Krylov. Tja, Lonix sieht sogar noch als 15. die Zielflagge, obwohl er da rund 4 Runden an der Boxengasse oder in der Boxengasse stand. Mikael Nykjær räumt noch ein bisschen neben die Strecke, will noch ein bisschen, ja, so einen Reifenpeak aufsammeln. Das ist der übliche. Hier sehen wir den Sieger in der 600er Klasse, Carsten Seifert. Das Ganze war heute mehr oder weniger Ford Fiesta Festival in dieser Klasse. Freude bei der siegreichen Truppe, bei Mikael Nykjær, für den das Ganze eine bessere Testfahrt ist. Er sagt uns einfach, das passt so in den Terminkalender hinein. Und daher hat er dann erfolgreichen Test gemacht. Die Rennstrecke hier im Salzburgring eigentlich kaum vergleichbar mit weiteren Strecken, die noch im Terminkalender der Tourenwagen-Weltmeisterschaft stehen. Aber wir haben ja gesehen, viele Umsteiger auf den Seat TDI, die haben erhebliche Mühe, sich ans Limit dieser Fahrzeuge heranzutasten. Ich denke da zum Beispiel an einen Tom Coronel, der jahrelang mit Seat-Fahrzeugen unterwegs ist und der Mühe hat, die Leichtigkeit eines Gabriele Tarquini im Seat TDI umzusetzen oder zu folgen. Und daher ist jeder Kilometer eigentlich sehr, sehr wichtig für die Piloten. Und so auch sicherlich der Start hier von Mikael Nykjær zu verstehen, der also ein unspektakuläres Rennen für sich entscheidet. Die einzige Dame im Starterfeld landet auf der 9. Position, Irina Protasova. Lauf 1 ist damit bereits Geschichte. In knapp 2 Stunden geht es ja dann weiter um 13.30 Uhr. Dann werden wir das Ganze auch für Sie live zeigen, allerdings auf Eurosport 2. Also erster Lauf quasi als Appetizer hier auf Eurosport International und der zweite Durchgang dann live bei Eurosport 2. Und da hoffen wir doch auf etwas mehr Spannung als hier in diesem ersten Durchgang, wo wir quasi nach der ersten Runde gar kein Überholmanöver mehr gesehen haben. Zu schnell waren die Positionen bezogen und man muss auch dazu sagen, es gibt auch teilweise fahrerisch doch einige Unterschiede. Hier also die ersten 3 mit Nykjær, mit Thompson und Engström. Wolfgang Trimmel
bei seinem Heimspiel in der vierten Position, gefolgt von einer ganzen BMW-Armada auf den Plätzen 5 bis 9. 10 Positionen, wie erwähnt, der Sieger der Super Production-Klasse, Likic im Honda Civic vor Fabiani und Seifert und Krylov in der 1600er Klasse auf den Plätzen 1 und 2. Erfolgreich, und hier haben wir den Sieger Miguel Nykjær in der Boxenhasse. Ja, da wirkt er abgekämpft, Miguel Nykjær, obwohl es ja wirklich eigentlich ein recht einfaches Rennen war. Aber für ihn nach langer Zeit nochmal ein Sieg, und das wird ihn sicherlich motivieren, in einer Woche dann nach Brünn zu reisen, obwohl die Strecke in Brünn nicht typischerweise eine Seat-Strecke ist. Also lassen wir uns überraschen. So, also das Ergebnis des ersten Durchgangs nach Punkten gerechnet in der S2000-Klasse. Und ja, damit nochmal der Hinweis, dass wir zum einen halt nachher in knapp 2 Stunden uns auf Eurosport 2 wieder melden. Mit dem zweiten Durchgang, aber natürlich noch mehr Motorsport an diesem Sonntag hier bei Eurosport. Und zwar heute Abend um 23 Uhr Motorsports Weekend. Und auch da werden wir von dieser ETCC auf dem Salzburgring berichten. Also, wenn Sie keine Chance haben, Eurosport 2 zu empfangen, dann werden Sie die Ergebnisse heute Abend um 23 Uhr auf Motorsport Weekend erfahren. Also, das war's vom ersten Durchgang vom Salzburgring. 13.25 Uhr geht's weiter hier bei Eurosport 2. Also bis später. Tschüss, schau mal bei Ihr Uwe Winter.